So, schon ganz schön spät dran heute. Ja. Sind wir? Mama hat verpennt. Ich habe schlecht geträumt, aber ich bin nur eingeschlafen. Hat nochmal gut geträumt. Nee, auch nicht so richtig, aber besser als vorher. Weil das die Sorgen und Ängste sind, die einen belasten. Ja, klar. Ich hab noch einen Kaffee. Okay. Mama holt noch kurz Gläser. Mhm. Aber das ist Papa. Ja? Das ist Mama. Okay. Weiß nicht. So, hier ist gar nicht. Mach mal eins rein. Zuerst blau. Und? Nee, nur eins erst. Mach mal zu wieder. Und jetzt drück mal hier oben rauf. Und das hier auch. Wow. Das ist Mamas Glas. Ja. Papi und ich, bist du duchen, ja? Und das ist Mama. Mami, ist fertig. Und jetzt. Andersrum. Guck mal, ist doch falsch rum. Nein, ich mach das. Ja, jetzt wieder zu und dran machen. Mama, wo bist du? Das ist mein Kaffee. Ja. Papi, dein Kaffee ist fertig. Papa. Papi, guck mal. So, da diesen Monat wieder ein grandioser Verdienst war, muss ich, also in Anführungsstrichen, muss ich ein bisschen Hartgeld wieder einzahlen und meine schönen alten D-Mark doch noch umtauschen. Also ist da echt alte Knastreserve aufbrauchen. Aber jetzt soll's weg und gut. Du brauchst auch deine Bankkarte. Tauschen wir um, ein paar D-Mark. Aber ich hab so, jetzt sind wir unterwegs zur Bundesbank. Mal schauen, wie voll das da ist. Ist ja jetzt schon gleich Mittag. Tada! Jo, sind wir gleich da bei der Bundesbank. Hat er ewig gebraucht und dann hat er immer geguckt, was seine Kollegin macht und dann musste sie wieder bei ihm gucken. Wieso denn das? Dann hat er die Tausender hochgehalten und in dem Wasserzeichen und dann nochmal. Hat er nicht gewusst? Einen Zettel rausgeholt und nachgelesen und irgendwas. Wie Sicherheitsmerkmale oder was? Ja, wahrscheinlich. Boah! Na hallo, meine Lieben, also. Der Tommy ist wieder zu Hause. Ich gucke jetzt wieder bei klassischer Ablauf. Wieder bei YouTube gucken, was los ist. Wieder bei eBay gucken, was los ist. Bei eBay kann ich euch schon sagen, Perioden. Letzte Info dazu. Der unterlegene Bieter möchte den Postenhefte jetzt auch nicht mehr. Hat er mir gestern Abend noch geschrieben, nachdem ich alles schon hochgeladen hatte, hat er mir nur schon, wollte ich nur kurz informieren, dass ich den Postenhefte nicht mehr möchte. Okay. Wunderbar, jetzt sind wir also soweit, nächste Woche, diese Woche noch nicht mehr, aber nächste Woche wird es eingeliefert ins Auktionshaus oder übernächste Woche, immer, wenn Platz ist, werde ich das machen und das war's. So, jetzt gucken wir mal bei YouTube, was da passiert ist. Hi Tommy, würde mich über das Uhrenvideo auch freuen, bin auch ein Fahrrad- und Uhreninteressierter, passt einfach super zusammen, verlinkt doch einfach. Oh, das ist schön, das höre ich gerne. Guten Morgen aus dem sonnigen Norden Berlins, ja, auch wir sind Supporter von Marlies und lohnt es sich denn überhaupt, ein Opel Omega zu fälschen? Mann, ja, natürlich Opel Omega. Ganz toll. Natürlich kein Opel Omega, sondern eine Omega. Und natürlich lohnt sich, den Opel Omega zu fälschen. Das ist das beste Auto, was es gibt auf der Welt. He? Zumindest sehr brauchbar für uns gewesen die letzten Jahre. Jo, das war das. Jetzt gucken wir bei EB. Und bei EB ist exakt mal ja nicht passiert.
Ja, mit dem Video jetzt soll offensichtlich nicht sein. Also irgendwie. Habe ich jetzt schon zum zweiten Mal das Video aufgenommen? Funktioniert immer nicht. Doch, war gut. Habe angefangen zu bearbeiten und dann zieht ein Stecker raus, weil ich dachte, na, ist ja okay, war zack, sind alle Dateien wieder weg. Als ich die geschnitten synchronisiert hatte, ist wieder weg. Nein. Ah, ey, wisst ihr, das ist wirklich schlecht irgendwie. Ja, total überhaupt nicht meine Sache. Oder was? Ist das normal, dass das dann so rauskommt? Ja, das ist normal, klar, logisch. Weil ich mein Medium wieder rausziehe, quasi diesen Stecker da rausziehe. Weil ich dachte, brauche ich ja jetzt nicht mehr, ist ja importiert. Nee, ist nicht importiert, wird nicht importiert, wird ja nur virtuell importiert. Bleibt ja trotzdem immer noch auf dem Medium drauf. Ich habe vergessen, jetzt vorher zu kopieren auf die Festplatte und von der Festplatte aus zu bearbeiten. Scheiß, mache ich sonst immer. Jetzt mache ich es vergessen, warum auch immer. Ehrlich. Jetzt mache ich es nochmal. Also, heute gibt es keinen Blog offensichtlich, weil ich das sonst nicht schaffe von der Zeit her. Aber es gibt ein Video über die gefälschte Omega. Immerhin, immerhin was. Lehrreich und gut, der Kanal. Alles andere ist ja auch witzlos heute, das ist ja nicht passiert. Weil wir heute bei der Bundesbank einzahlen, Geld tauschen bei der Bundesbank. Weil, ob wir Geld tauschen oder nicht, das interessiert doch keinen Menschen. Was soll ich denn sowas zeigen? Nicht mal denen bei der Bank interessiert. Ja, nicht mal denen bei der Bank. Wer sind sie denn? Ist doch scheißegal, wer sie sind. Ausweis brauchen sie nicht. Hier, nehmen sie mal Geld, die tauschen das. Ja, danke. Bei mir haben sie immer einen Ausweis, wisst ihr, hier mit Bart und so angekommen und lange Haare und so, völlig verpennert. So, ich hätte ja einen Attentat gemacht und hier hätte ich gerne meine D-Mark um die Torsche, damit ich mir Raketenwerfer kaufen kann und im Bundestag rinballern kann. Ja, na, da müssen wir erstmal ihren Ausweis sehen. So, dann kommt sie hier an, schleppt ein Kind mit da rein und sagt, hier, ich habe hier ein paar tausend Mark umzutauschen. Ja, okay, Problem, nehmen Sie mal her, machen wir jetzt. Zack, tschüss, auf Wiedersehen. Wollen Sie nicht den Ausweis sehen? Genau, wollen Sie nicht den Ausweis? Nee, wollen wir nicht. Was soll denn das? Ich bin zweimal da gewesen schon. Von mir wollten sie jedes Mal einen Ausweis. Und sie kommt an, naja, so wie ich aussehe, diese, wie sagt man? Diskriminierung. Diskriminierung, diese. Und alles nur, weil ich schwarz bin. Rassismus, Mann. Will man mal gepflegten Terroristen abgeben, aber nichts. Ja. Ein Randruppler. Wo ist denn der Carsten jetzt überhaupt? Wieso wollte er helfen? Nö. Nee, ich habe versucht, den zu erreichen, weil ich ja ein paar Sachen für ihn habe zum Verkaufen. Ah, irgendwie. Der versteckt sich. Der versteckt sich ganz genau. Mensch, die ist der Bayern rufen, Scheiße. Hm. Ich habe zu viel im Kopf. Das macht das alles. Ja, wir haben eine Menge gemacht heute eigentlich. Ja, weil ich, wir haben ja nichts gemacht, aber eben trotzdem die ganze Zeit unterwegs gewesen. Dann habe ich hier das Video gedreht nochmal, ja. Dann kam der Thorsten vorbei, da hatte ich die Kamera nicht bei, ist ja auch real. Thorsten kam vorbei, der hat mir sein Bübchen gezeigt, der ist ja auch Vater geworden, zum ersten Mal und hat einen Jungen bekommen. Für alle, die die Vlogs verfolgen, die wissen das natürlich, ne? Also, das war im letzten Jahr ein echt süßer Junge. Also ich kriege jeden Tag Besuch, gestern war der Dokumentarfilmer da, der Jans Trachowski, heute war der Thorsten da, mal gucken, wer morgen kommt. Also ich gerade ja wieder die Kita waren. Musst du sehen, wie die Nacht ist jetzt und dann gucken wir mal. Scarly war heute nicht in der Kita, weil die war ein bisschen fiebrig. Ja, die hat und total verrotzt und dann hat sie den so einen Ausschlag gehabt, so eine allergische Reaktion oder so eine Fieber. Ausschlag, was? Nesselsucht. Ja, aber warum der kommt, keine Ahnung. Eine allergische Reaktion, nein. Ja, oder eben auf Fieber, auf den Infekt. Ja, meine ich ja, dann ist man eh empfindlicher. Ein bisschen reagiert. Ja, und das war nicht so gut, ne? Was soll ich zu Hause lassen? Kamen sie mit! Und deswegen muss der Malis nicht den Ausweis zeigen. Also wenn er irgendwie Drogengelder und sowas umtauschen wollt, ja, ne? Nehmt ein Baby mit. Klappt immer. Da quatscht natürlich auch. Ja, das haben die da auch eine Grenze. Ja, die haben da eine Grenze. Natürlich eine Toleranzgrenze. Die ist natürlich, wenn ich da reinkomme, ist die natürlich gleich im Keller. Ja, die Toleranzgrenze. Null Toleranz. Ja, echt mal. Also der neben mir, der war eine Katastrophe. Ey, der hat so... Ist aufgebrochen. Ich bin ja da nicht diskriminiert oder so, aber der hat gerochen wie ein Räuchermännchen. Also wirklich, der hat so stark gerochen nach... Das war noch nicht mal alter Tabak. Das war eingelegt in Nikotin. Das war richtig verraucht, komplett. Da hat sich auch gefreut, wie die Kleine gelaufen ist, wie die da tapsig da in die Kamera drin ist. So, ja. Oh, oh, so witzig, war wow, wie so klein sind die echt süß. Die sind ja in Ordnung. Morgen
Luna in die Kita gebracht und Skadi war auch im Kinderwagen. Und die haben beide die ganze Zeit gleichzeitig geredet. Und ich habe nur gedacht, oh Gott, ich habe überhaupt nichts verstanden, weil beide gleichzeitig mich voll gelabert haben und dann immer lauter, weil jeder irgendwie gehört werden wollte. Und dann dreht sich vor mir eine Frau um und lacht mich dran. Und ich denke mir so, oh Gott. Die sind so süß. Die sind so süß, dachte sie. Ich dachte mir, Hilfe. Holt mich hier raus. Wann hat das ein Ende? Ja, der Tommy hat noch lange nicht Entwarnung gegeben. 10 müssen her. Dann lächelt man so zurück, weil er eigentlich ist es niedlich, aber ich war total gestresst. Habe ich eigentlich gesagt, jetzt 10 oder 7? 7 würdest du. Wieso eigentlich 7? 1 mehr als meine Mutter. Ah ja, 1 mehr als deine Mutter. Ja, dann, das plus Minimum. Sei froh, dass du nicht bei 10, dass wir da nicht feststecken. Wenn jemand eine gute Wohnung für mich weiß, fast umsonst oder so, ich würde dafür auch Werbung machen. Also, muss natürlich finanziert werden. Ne? Von wem anders, außer von mir. Oder von uns. Wir können uns ja nicht leisten. Mehr so viel. Guck mal hier, die ist schon wieder im Kühlschrank, der ist schon wieder leer. Zack. So einfach ist es. Ich kann sich ja keiner leisten. Ja, also wir hatten immer so einen Kameramann, der uns begleitet hat. Ich weiß überhaupt nicht, wer das war. Sagen Sie dann später mal, also wo war denn euer Vater? Ja, wir hatten keinen. Aber wir haben immer so einer mit so einer Kamera. Der hat uns begleitet, so ein Kameramann. Ein Kamerad, sozusagen. Das ist der Laberblock von heute. Gut, also ich mache weiter. Jetzt kann ich bestimmt, kopiert hat er, jetzt kann ich bestimmt zu Ende schneiden. Also, wir sehen uns dann, ich meine, wir hätten eine Weile schneiden. Wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut. Bis dahin, ciao, euer Tommy.